Commander, ich hab da was, das Sie sehen müssen. Was denn? Einige Cerberus-Wissenschaftler sind geflohen. Vielleicht haben Sie erkannt, dass Sie auf der falschen Seite standen. Wir wissen nicht, was Sie erforscht haben, aber Sie gehörten zu den Besten des Unbekannten. Sie könnten beim Bau des Tiegels helfen. Na dann, würde ich sagen, schnappen wir sie uns. Vielleicht können wir sie rekrutieren. Viele Cerberus-Leute glauben, sie tun das Richtige. Bei mir war's so. Und Sie hatten recht. Welche Verbrechen Cerberus jetzt auch begeht. Ich war beim Angriff der Kollektoren auf Horizon. Oh. Wirklich? Ich sagte doch, ich bin in den Terminus-Systemen aufgewachsen. Ich habe meine Familie besucht. Während die Allianz Studien erstellte, haben Sie meine Familie gerettet. Hat die Allianz Kontakt mit den Wissenschaftlern aufgenommen? Sie konnte sie nicht finden, sucht aber weiter. Genau wie Cerberus. Ich habe ihre Kommunikation nachverfolgt. Ich habe die Signalfrequenzen mehrerer Cerberus-Zellen geortet und Querverweise mit Schiffsbewegungen erstellt. Und sie gefunden? Ja, ich glaube schon. Gute Arbeit. Auf die Karte damit, ich sehe es mir an. Schon erledigt, Commander. Danke. Na sowas haben wir ja, ohne es zu wissen, das Leben gerettet schon mal. Ich weiß gar nicht, warum Shepard immer so drauf ist wie, ich habe auch gedacht, dass ich das Richtige getan habe, aber eigentlich war es nicht so. Du hast nicht unter der Weisung von irgendeiner Cerberus-Zelle gearbeitet, sondern du hast zwar das gemeinsame Ziel mit dem Unbekannten verfolgt, die Kollektoren aufzuhalten, aber ansonsten hast du frei die Ressourcen von Cerberus genutzt und nicht irgendwie deren Weisungen befolgt, um irgendwas zu zerstören oder niederzudrücken oder was weiß ich. Von daher, für dich gilt das nicht wie für die anderen Cerberus-Mitarbeiter. Natürlich, es gibt welche, die gut sind und eigentlich denken, dass sie das Richtige tun, aber das gilt nicht für dich, weil du nicht so drin... Also natürlich denkst du auch, dass du das Richtige tust. Du tust aber auch das Richtige, weil du nie für Cerberus so gearbeitet hast, wie die das machen. Naja, was soll's. Egal. Oh, einiges an Post. Okay, Priorität Citadel Landurlaub von Admiral Hackett. Commander Shepard, ich beordere die Normandie für dringend erforderliche Reparaturen ins Trockendock auf der Citadel. Sie war in letzter Zeit oft im Einsatz und braucht ein bisschen Zuwendung. Eine kleine Armee von Techs kümmert sich um die Details, sobald sie dort sind, also muss ihre Crew von Bord. Sie haben alle Landurlaub, das ist ein Befehl. Wir brauchen jeden in Bestform. Eine Sache noch, Admiral Anderson hat ein Apartment in den Bezirken. Gehen Sie hin, wenn Sie da sind. Es soll sehr schön sein, okay? Klingt interessant. Naja. Kein längstes Dossier. Von Steven her. Ach, ich glaube, das mit dem Landurlaub ist das DLC, das ich selbst noch nicht gespielt habe. Das Citadel DLC. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich meine, ich habe es ja noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie genau das aussieht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem Citadel DLC zusammenhängt. Gut. Kai Langs Dossier von Steven Hackett. Shepard, hier sind wie versprochen die Informationen, die wir über Kai Lang haben. Und ich nehme an, es werden nicht viele sein. Kai Langs Dossier. Name Lang Kai. Datum der Verpflichtung beim Allianzmilitär. Oh, der hat mal beim Allianzmilitär gearbeitet. 14. November 2172. Alter bei der Verpflichtung 16 mit gefälschten Papieren. Einsätze 72 Terminus-Systeme, Patrouillen und Aufklärung. 73 Exodus-Cluster, Patrouillen und Aufklärung. Verweis, weil er totenfeindlichen Offizieren Medaillen abgenommen hatte. Angesichts bisher tadelloser Führung, aber nur leichte Bestrafung. 74 Angriff auf Antion. Empfohlen für Tapferkeitsmedaille der Allianz. 75 Milan-Nest, taktische Aufklärung, Aufnahme in das interplanetare Kampftraining. 76 N7-Kennzeichnung durch das interplanetare Kampftraining. 76 unehrenhafte Entlassung und Gefängnisstrafe nach Anklage wegen Mordes mit Vorsatz. Cerberus-Aktivitäten? Die Informationen über Kai Langs Aktivitäten nach dem Beitritt bei Cerberus sind unvollständig. Der Unbekannte arrangierte seine Flucht aus dem Gefängnis und verpflichtete ihn für 10 Jahre. Lang gilt inzwischen als zuverlässigster Agent des Unbekannten und arbeitet als Infiltrator und Attentäter für ihn. Seine kybernetischen Modifizierungen umfassen anscheinend auch Cerberus-Implantate der Phantomenklasse. Ja, da wirkt er auch wie so ein Phantom. Der hatte ja Phantome um sich herum, als er auf der Citadel war, und genauso wirkte er auch. Haben Sie kurz Zeit? Von James Vega. Hey Commander, ich habe mich gefragt, ob Sie in nächster Zeit mal Zeit haben. Nichts Wichtiges, nur ein bisschen plaudern. Vega. Der Dulish-Maulwurf von Adrian Victus. Commander Shepard, Cerberus hat soeben einen turianischen Kreuzer voller hochrangiger Vertreter der Hierarchie überfallen.
Das Schiff konnte entkommen, aber seine Position war streng geheim. Cerberus hätte es nie ohne Insider-Informationen finden können. Und die einzige andere Person, die die Position des Kreuzes kannte, war der Volos-Botschafter Din Korlak. Oh, den kennen wir aus dem ersten Teil, glaube ich. Ich habe hässliche Gerüchte gehört, dass auf ihn ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Meine Berater bestehen darauf, dass ich diese Anschuldigungen gegen Korlak nicht selbst vorbringe. Und ich muss zugeben, dass sie recht haben. Die Ökonomien von Turianern und Volos sind eng miteinander verstrickt und jetzt ist nicht die Zeit für den politischen Feuersturm, den das auslösen würde. Andererseits steht die Sicherheit unserer Flotten auf dem Spiel. Ich möchte Sie darum bitten, gegen Korlak in Ihrer Funktion als Spectre zu ermitteln und herauszufinden, ob er tatsächlich ein Cerberus-Maulwurf ist. Ich habe Informationen über seinen letzten bekannten Aufenthaltsort an das Spectre-Büro auf der Citadel übermittelt. Mit freundlichen Gruß, Primarch Victus. Ich komme noch gerade von der Citadel, warum wollt ihr mich alle wieder dorthin schicken, Mensch? ANN-Alarm! Neuer Artikel über Cerberus! Automatische Index-VI. Elysium. Ein Evakuierungsshuttle, das beim Versuch, aus der von Reapern besetzten Kolonie Elysium zu entkommen, beinahe zerstört worden wäre, konnte dank eines einzelnen biotischen Arbeiters doch noch gerettet werden. Das Shuttle hatte Kinder an Bord, die beim Evakuierungslotto der Kolonie höhere Zahlen gezogen hatten, also nicht in die erste Welle von Shuttles durften, die den Planeten verließ. Ihr Shuttle wurde gerettet, als der Biotiker, inzwischen identifiziert als Arish Akdashlu, oh Gott, Reaper-Truppen angriff, die es am Starten hindern wollten. Arish, sagt er mir was? Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor, Arish, aber ich weiß nicht woher. Akdashlu war schon wegen Drogenmissbrauch und diversen kriminellen Aktivitäten aufgefallen und hatte behauptet, als Kind ein Cerberus-Lager auf Pragya überlebt zu haben. Ach, der andere Pragya-Überlebende. Zeugen sagten aus, er habe mehrere Dutzend Reaper-Kreaturen getötet, bevor er schließlich überwältigt wurde. Das Shuttle gewann dadurch gerade so viel Zeit, dass es starten und aus der Gefahrenzone entkommen konnte. Von Allianz News Network, ihrem Informationspartner. Da hat's wieder mal was geholfen, dass wir damals Gnade gezeigt haben und ihn eben nicht erschossen haben. Treffen in der Bar von Jack. Das haben wir ja schon gemacht, letztendlich. Die Studenten treten in Ärsche und gehen hart ran. Sie werden häufig ausgewechselt, damit sie nicht schlapp machen, also haben wir ziemlich oft Landgang. Wenn sie das nächste Mal auf der Citadel sind, kommen sie ins Purgatory. Ich bin immer dort, wenn ich nicht gerade auf dem Schlachtfeld irgendwas in die Luft sprenge. Jack. Ja, wir waren ja schon bei ihr. Citadel Interview. Ihre Kabine? Von Diana Ellis. Alle Sender berichten rund um die Uhr über den Angriff auf die Citadel. Jeder stellt Fragen über Udinas Tod. Können wir eine Stunde oder so über die Vorkommnisse sprechen? Besser in ihrer Kabine, nicht im Konferenzraum, damit ihr nicht gestört werden. Ich habe gehört, sie hätten den Ratsherrn persönlich gekannt. Wenn sie etwas Zeit für mich brauchen, oder für sich brauchen oder nicht darüber reden möchten, müssen sie es nur sagen. Diana. Und Lust auf ein Spielchen von Samantha Trainer. Ach, Schach. Commander, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit der Zivilistin zu sprechen. Ich würde gerne wissen, womit Commander Shepard die Zeit zwischen Missionen verbringt. Rufen Sie mich an, wenn Sie mal Lust auf ein paar Drinks in Ihrer Kabine haben. Ich verspreche einen lustigen Abend, Trainer. Mensch, jetzt kommen ja aber die Avancen, ne? Wir müssen ja auch noch mit Liara sprechen, die wollte ja auch mit uns in der Kabine sprechen. Von Samantha und von Diana auch noch. So, dann wollen wir mal schauen. Ah, hier können wir Liara zumindest schon mal einladen, das ist doch schon mal was. Liara, Sie wollten etwas in meiner Kabine besprechen? Ja, ich bin gleich da. Nur herein. Danke. Setzen wir uns. Ich habe über unser Wissen über die Reaper nachgedacht und wie leicht es wieder verloren gehen könnte. Darum plane ich, Dinge für die Zukunft aufzubewahren. Was ist das? Eine Art Akte der Galaxie, Informationen über Reaper, Portale, verschiedene Kulturen und Baupläne des Tigels. Zu einem Eintrag hätte ich gern Ihre Meinung. Welchem? Ihrem. Ich würde mich geehrt fühlen. Wie soll sich die Geschichte an Sie erinnern? 50.000 Jahre rumsitzen ist für einen Computer eine lange Zeit. Bitte, ich war Archäologin und ich weiß, was ich tue. Ich lege das alles in Zeitkapseln und bringe Kopien auf verschiedene Planeten.
Dazu installiere ich eine VI, die jedes Übersetzungs- und Linguistikprogramm beherrscht, das ich finden konnte. Also ein Informationsführer wie Vigil auf Ilos? Ja, ich arbeite schon einige Zeit daran. Es ist ein Privileg, zukünftige Finder dieser Informationen anzuleiten. Wissen Sie schon, was Dr. Tissoni in Ihren Eintrag schreiben soll, Commander? Okay, was haben wir? Ich möchte, dass Sie entscheidet. Seien Sie einfach ehrlich. Machen Sie mich inspirierend. Nein, seien Sie einfach ehrlich. Ich will die Wahrheit. Gut, schlecht, lassen Sie nichts weg. Soll die Geschichte urteilen. Ich berichte nur Tatsachen und streiche alle aufregenden Passagen über Ihre Heldentaten. Steht da was, dem ich nicht gerecht werde? Ich kann nichts dagegen tun. Wir sind befreundet. Tja, also ich finde es halt wichtig, dass man wirklich die Gesamtheit der Geschichte kennt, auch wenn das bedeutet, dass vielleicht irgendwelche Idole, irgendwelche Heldenbilder dadurch zerstört werden. Weil man nur so etwas aus der Geschichte lernen kann, finde ich, wenn man auch die ganze Wahrheit kennt dabei. Natürlich kann man nie wirklich die ganze Wahrheit kennen, aber es ist eigentlich traurig, dass die Geschichte immer bloß von den Siegern geschrieben wird, sozusagen, ne? Und dadurch vielleicht auch irgendwann in der Vergangenheit unterlegene Kulturen dadurch dämonisiert werden, dass einfach nur ihre Rivalen, ihre Feinde am Ende gewonnen haben. Und dadurch geht das ganze Wissen dann verloren. Und ich meine, es gibt ja Hochkulturen, von denen heute so gut wie nichts mehr bekannt ist, die vielleicht unglaubliches Wissen gehabt haben, das einfach weg ist. Weil sie zerstört wurden und weil niemand ihr Wissen bewahrt hat. Und da finde ich es wichtig, dass zumindest das Wissen, das bewahrt werden kann, auch nach bestem Wissen und Gewissen, dieser wunderschöne Spruch, den man auch so falsch verstehen kann. Weil wenn man kein Gewissen hat, ist das beste Gewissen, das man aufbringen kann, natürlich nicht viel. Dann sollte wenigstens das Wissen, das existiert, auch vollständig und ohne Beschönigungen weitergegeben werden. Damit man seine eigenen Schlüsse daraus ziehen, seine eigenen Erfahrungen daraus ableiten kann. Ja, wir sind befreundet, natürlich. Sie waren auch für mich da, Liara. Nein, ich hätte mich Ihnen auf Ilium gerne angeschlossen. Ist schon in Ordnung. Naja, ich habe gerade Ihren Namen in die Sterne geschrieben. Das ist doch eine nette Wiedergutmachung. Okay, damit hätten wir das Gespräch mit Liara geführt. Interessant, muss ich sagen. Wirklich interessant. Und da wir schon mal hier oben sind, füttern wir mal kurz die Fische, würde ich sagen. Habe ich eigentlich immer noch, jetzt muss ich mal kurz schauen, bei der Panzerung. Nee, ich habe die Inferno-Panzerung drauf, okay. Ich war mir nämlich nicht mehr sicher, ob ich die Inferno-Panzerung auch wirklich angelegt habe. Gut. Dann würde ich sagen, rufen wir doch einfach mal Samantha rüber. Und machen gleich weiter. Trainer, falls Sie Zeit haben, ich hätte ein paar Stunden frei. Möchten Sie raufkommen? Ihre Kabine ist ja wunderbar. Manche Apartments sind kleiner. Also, Commander, Spiel gefällig? Spiel? Ich habe auf der Citadel ein Schachbrett gekauft. GUI-Interface. Nicht so schön wie echte Figuren, aber platzsparender. Und Sie haben doch mal sowas Ähnliches wie eine Herausforderung ausgesprochen. Interessiert? Na klar, los geht's. Wie ist das alles? Nee, ich finde beide Antworten irgendwie doof. Naja. Das ist eine Falle, oder? Ich bin nur eine Laborassistentin, Commander. Jemand mit Ihrer Erfahrung muss da doch im Vorteil sein. Ha! Ach, jetzt aber! Ganz genau, Commander. Sie wollten Ihren Bauern wohl die Demütigung ersparen, von mir regiert zu werden. In der Realität hätte es funktioniert. Die Realität ist aber auch kein Brett mit 64 Feldern. Sie wissen, was ich meine. Bauern sind Infanterie. Und gute Kroganer-Infanterie wird mit so einem Ansturm fertig. Da fällt mir ein Witz ein. Was ist der Unterschied zwischen Commander Shepard und einem Kroganer? Der eine ist ein unaufhaltsamer, zerstörungswütiger Krieger. Und der andere ist der Kroganer. Und der andere hat keine altkluge Komm-Offizierin, die ihn auf Kurs hält.
Oh, das ist noch besser als die Pointe mit der Anzahl der Hoden. Freut mich, dass Sie nicht ins Labor zurück sind. Danke. Also, Revanche? Aber klar. Da verstehen sich aber zwei gut. Na okay, dann werden wir nochmal Diana einladen und dann sind wir erstmal mit der Kabinenrunde hier durch, soweit. Mal sehen, was es da für ein Interview jetzt zu führen gibt, dass es so privat ist. Trainer, schicken Sie Diana rauf. Sie wollte ein Interview. Sofort, Commander. Bereit zu einem Gespräch, Commander? Ich bin bereit. Commander, es ist kein Geheimnis, dass der Ratssektor in letzter Zeit große Verluste durch die Reaper erlitten hat. Und nun hat Cerberus unseren Regierungssitz direkt angegriffen. Wenn eine kleine Terrororganisation die Citadel angreifen kann, gibt es da noch einen sicheren Ort? Ich weiß nicht, ob man Cerberus jetzt als kleine Terrororganisation bezeichnen kann. Cerberus hat begrenzte Ressourcen. Dieser Putschversuch war alles, was sie konnten. Und er hat sie viel Geld und Truppen gekostet. Angst ist verständlich, aber sie darf einen nicht lähmen. Ihre Misserfolge sind ebenso zahlreich wie ihre Erfolge. Aber die Menschheit hat ihren Ratsherrn verloren. Das Allianzparlament ist zerstört und der Premierminister ist tot. Es wird bald keine Nachfolger mehr geben. Wie lange kann Ihrer Meinung nach eine neue Allianzregierung halten? Es wird Anführer geben, keine Sorge. Unser Feind ruht nicht, solange noch ein Mensch am Leben ist. Bis dahin sind wir nicht besiegt. Jetzt hat jeder die Pflicht, sich zu erheben. Also gut. Und nun eine Frage von Tessia. Commander, während Ihres Tribunals hieß es, Sie hätten Verbindungen zu Cerberus. Danke für Ihre Zeit, Commander. Ich bin Diana Ellis für Battlespace. Gute Nacht und bleiben Sie stark. Vorsicht, Commander. Wenn das so weitergeht, folge ich Ihnen bis nach Hause. Du bist schon in meinem Zuhause, glaube ich. Aber ich muss sagen, lass uns bitte professionell bleiben. Ich stehe nicht so auf die, muss ich sagen. Ich hielt es für besser, wenn wir vor der Kamera bleiben würden. Oh, dachten Sie etwa... Ach ja, ich und mein großes Mundwerk. Ich gehe besser, bevor ich noch ein falsches Signal sende. Man sieht sich, Commander. Na klar, falsches Signal. Was war denn jetzt mit dem Kamerabot los? War ja niedlich. Okay. Oh, es geht noch weiter. James will auch hochkommen. Ich dachte, wir sollen unten mit ihm sprechen. Mensch, wir werden ja gar nicht mehr fertig hier oben im Büro, sozusagen, in unserer Kabine. James, ich hätte etwas Zeit, wenn Sie ein privates Gespräch wünschen. Bin unterwegs. Hey, wie geht's? Gut, James. Und Ihnen? Gut, gut. Wow. Darauf kann ich mich also freuen, wenn ich mal selbst ein Kommando habe. Sie wollen ein eigenes Schiff, Vega? Irgendwann mal vielleicht, wenn ich alt bin und nicht mehr kämpfen kann. Wollen Sie sich etwa über Ihren Commander lustig machen? Tut mir leid, Loco. Mir geht nur einiges im Kopf rum und dazu hätte ich gern Ihre Meinung gehört. Nur zu. Was haben Sie getan, als Sie zu N7 kommen sollten? Ich meine, war die Sache klar oder mussten Sie vorher darüber nachdenken? Das N7-Programm ist eine große Sache, aber auch eine große Verpflichtung. So sagt man. Sie kriegen die beste Ausbildung, die beste Ausrüstung, die besten Aufträge. Und wollen dafür die beste Leistung? Natürlich. Warum fragen Sie? Naja, trotz der Scheiße, die gerade abläuft... Hat jemand mich ausfindig gemacht und eine Empfehlung für N7 eingereicht. Datiert am Tag des Reaper-Angriffs auf die Erde. Sie klingen nicht sehr begeistert. Naja, abgesehen davon, dass es bei einer Niederlage kein N7-Programm mehr gibt. Das Einzige, was ich je gut konnte, war Soldat zu sein. Und ich habe mich nicht angestrengt. Ich hätte mich vor Jahren selbst rausgeworfen. Bei meinem letzten Kommando sind fast alle draufgegangen. Und ich wurde befördert. Ich bin nicht sicher, ob ich wieder ein Kommando übernehmen will. Mit der ganzen Verantwortung. Sie erwähnten das bereits. Was ging denn schief? Was ging nicht schief? Wir waren auf Patrouille und haben seltsame Werte überprüft, als die Kollektoren kamen. Zuerst griffen sie die Kolonie an. Als wir ankamen, waren die meisten Kolonisten unterworfen oder verschleppt. Darunter auch unser Vorgesetzter Captain Tony. Somit hatten Sie das Kommando.
Ja. Wir warteten auf eine Chance zum Angriff. Aber einer der Kolonisten war ein Cerberus-Spion, der für die Kollektoren arbeitete. Er verriet uns alle. Am Ende hatte ich keine Wahl. Der Spion hatte Daten über die Kollektoren, die wir brauchten. Also tötete ich ihn, nahm die Daten und zerstörte das Kollektorenschiff. Und damit auch die meisten Kolonisten. Und meine Männer. Bis auf einen. Das finde ich irgendwie komisch. Ein Cerberus-Spion, der für die Kollektoren gearbeitet hat? Irgendwie passt das überhaupt nicht. Ich meine, es ist ja okay, dass Cerberus hier ein bisschen eine größere Rolle als Antagonist haben soll, aber übertreiben sie es dann nicht langsam mal mit dem Bösewicht-Spielchen für Cerberus, hä? Sie tragen keine Schuld an der Ausgangslage. Und wenn sie dafür befördert wurden, müssen sie irgendwas richtig gemacht haben. Schon, aber... Wenn sie alle gerettet hätten, wäre es dann besser geworden? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Der richtige Entschluss ist selten der leichte. Ja. Wussten Sie das schon, bevor Sie zu N7 gingen? Ja. Darum wurde ich gefragt. Und darum wurden Sie gefragt. Es gibt keinen einzigen N7, der nicht irgendwann entweder sich selbst oder seine Soldaten opfern muss. Sollte ich also annehmen? Wenn wir das hier überleben, ist die Sache klar. Sie sind ein verdammt guter Soldat, Vega. Verspielen Sie diese Chance nicht. Ich denke darüber nach. Wirklich. Und falls möglich, erzählen Sie bitte sonst niemandem davon. Natürlich nicht. Gracias. Dann gehe ich mal wieder zurück an den Hangar. Das ist mir hier alles zu weich. Das Bett ist viel härter, als es zuerst aussieht. Das glaube ich gern. Nochmals danke, Loco. Gerne doch. Das für eine Aussage, die passte jetzt irgendwie nicht zum männlichen Shepard, muss ich sagen. Na gut, ja, natürlich, wenn du die Chance hast, bei dem N7-Programm mitzumachen, dann nimm sie wahr, Kollege. Du musst keinen Schiss haben, dass du das nicht hinkriegen könntest, oder so. So, ach, ich dachte, wir können ja duschen oder sowas, keine Ahnung. Immerhin können wir spülen. Schön. Okay, machen wir uns mal auf nach unten und jetzt aber mal wirklich so langsam in den Weltraum, es wird Zeit. Ich habe hier schon viel zu viel Zeit vertrödelt. Oh, Dr. Chakwas hat auch was mit uns. Na komm, dann lass noch mal kurz zu Dr. Chakwas machen. Ja, eine große Crew, die beschäftigt einen. Hey, Garrus, du bist ja auch wieder da. Was für ein Tag, Shepard. Odina dreht durch, fast fällt die Citadel. Sie mussten fast einen Freund erschießen. Die Lage war angespannt. Hätten Sie im Notfall wirklich den Abzug drücken können? Nicht wirklich, aber ich muss sagen, das kann passieren. Man kann Ashley erschießen an der Stelle. Und muss es unter Umständen sogar, wenn Ashley halt einem zu sehr misstraut. Wohl nicht. Sobald wir unsere Freunde töten, wird aus dem Krieg Mord. Aber der Krieg gönnt uns nicht immer einen Ausweg, oder? Wenigstens ist Ash jetzt nicht bei Kaidan. Hoffentlich passt er auf uns auf. Es war auch sein Kampf. Es ist gut, dass Ash wieder da ist. Wir können jede verbündete Waffe brauchen. Und unten rechts steht nun auch Thanes Name. Denn die Leute müssen nicht auf der Normandy sterben oder im Kampfeinsatz der Normandy, um damit zu landen. Thane ist im Krankenhaus gestorben, aber er war ein Besatzungsmitglied, das letztendlich im Einsatz für uns mit draufgegangen ist am Ende. Okay, hier gibt's nix. Ich nehme mal an, nebenan wird wohl auch nichts sein, oder? Ist hier jetzt Ashley eingezogen? Ach, Ashley ist hier jetzt eingezogen. Okay. Schön, Sie zu sehen. Schön, Sie zu sehen. Oh, mit ihr gibt's aber nichts zu besprechen. Dann lassen wir sie auch einfach, würde ich sagen. Gut. Bei Liara, ich kann ja mal kurz... Ach komm, wenn ich jetzt eh schon mal angefangen habe, dann mache ich jetzt auch mal hier einen Rundgang. Ich habe befehlsgemäß die aktuellsten Berichte über den Rat, Doktor. Das Sicherheitssystem liegt im Chaos, aber es würde dennoch Wochen dauern, bis wir Agenten in die dortige Belegschaft einschleusen könnten. Das ist nach Udinas Putsch viel zu riskant. Wir verschieben diese Pläne. Jawohl. Okay, beim Infoterminal gibt es nichts Neues. Beim Broker-Terminal gibt es neue Nachrichten. Tonmitschnitt aus dem Senatsbüro von Ratsherr Gugir. Sekretär Phillips, die Rücklage für den Notfall ist weg, Sir. Wir haben nicht genug Credits für Schiffe, um die Kolonie vor dem Eintreffen der Reaper zu evakuieren. Nicht bei den Preisen, die im Moment von den Kapitänen verlangt werden.
Was ist mit dem Militär? Die sind vor einer Stunde weg. Sie haben gesagt, es sei zu riskant, zurückzukehren. Haben Sie das? Ja, Sir. Hier. Das... Ist das ein Generalschlüssel, Sir? Und ein Inventar? Phillips, ich autorisiere Sie im Namen des Senats dieser Stadt, alle E-Zero-Vorräte in unserer Staatskasse zu beschlagnahmen und damit auf allen verfügbaren Schiffen eine sichere Passage für unsere Bürger zu kaufen. Das scheinen private Vorräte zu sein. Von Senatsmitgliedern. Ich verzichte auf eine Wiederwahl. Holen Sie jetzt die Schiffe, Baines. Jawohl, Sir. Das ist couragiert, muss ich sagen. Er zerstört seine politische Reputation, indem er im Prinzip die Senatsmitglieder beklaut, aber rettet dadurch seine Leute. Das ist edel, sage ich mal. E-Mail von Dr. Logue an Admiral Hackett. Die Sicherheitskräfte hätten beinahe das Feuer auf die Rachni eröffnet, als ihre Schiffe sich dem Tigel näherten. Admiral heißt er. Ich musste mehrfach ihren Namen ins Feld führen, bevor sie an Bord gelassen wurden. Sie befolgen Anweisungen, aber mein Gott, muss ich Ihnen sagen, wie nervös alle sind, weil Rachni die Gänge entlang spazieren? Professor Lau stand kurz vor einem Herzinfarkt. Ich berichte Ihnen später, wie unsere nächste Versammlung abgelaufen ist. Dr. Logue. Oder Locke, was weiß ich. Es sei denn, das ist Arya, die sich einen Doktortitel irgendwo angelacht hat, gekauft hat. Audiolog, Grant spricht mit neuen Rekruten der Kompanie Aralak. Stimmt, seine alte Kompanie hat sie ein bisschen zerlegt. Rekrut? Ich begreife immer noch nicht, warum sie einem Freak aus dem Zuchttank das Kommando über eine ganze Kompanie gegeben haben. Und ich begreife nicht, warum sie mir jammernde Pijacks als Soldaten gegeben haben. Ich habe mehr Jahre auf dem Schlachtfeld verbracht, als sie Kills vorzuweisen haben, Frischling. Paarungsversuche mit Salarianerinnen zählen nicht als Kampf. Niemand redet so! Puff! Helft ihm auf die Beine. Wir brechen in einer Stunde auf. Die kroganische Art und Weise, Konflikte zu lösen.